und willkommen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. In diesem Video möchte ich euch die Pension Paula in Pobirovo mal genauer vorstellen und darüber eine Rezension schreiben bzw. euch als Video präsentieren. Und direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich! Die Pension Paula ist ein kleines Hotel bzw. wie der Name schon sagt, eine Pension, welche ca. 100 Meter vom Strand entfernt liegt. Ihr seht, wenn man diesen Weg hier nach drüben geht, befindet sich dort direkt der Strand. Sie ist sehr familiär gehalten und hat sozusagen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kann das Hotel mit nur Frühstück oder auch als Halbpension oder Vollpension buchen. Es hat viele Extras wie eine Dachterrasse, ein Schwimmbad, ein Jacuzzi, eine Sauna, also eine finnische Sauna, eine Dampfsauna sowie ein kleines Meerwasserbecken. Auch ein Fitnessraum und ein Raum für die Kinder zum Spielen ist vorhanden. Die Parkplätze sind videoüberwacht, sodass ihr keine Angst um eure Autos haben müsst. Das Foyer ist gemütlich und in schönen Farben gehalten. Auf der rechten Seite befindet sich die überdachte Terrasse. Im Foyer hat man mehrere Sitzmöglichkeiten, um gemütlich abends zusammenzusitzen. Auch ein größerer Flachbild-TV ist an der Wand installiert. Auf der linken Seite befindet sich das hotelinterne Restaurant, wo auch das Abendessen und das Frühstück stattfindet. Direkt angeschlossen ist die Bar. Das Frühstück gibt es von 8 bis 9:30 Uhr, das Abendessen von 17:30 Uhr bis 19 Uhr. Ich würde euch aber empfehlen, immer rechtzeitig da zu sein, denn die meisten Gäste frühstücken recht früh und nehmen auch das Abendessen recht früh zu sich, sodass am Ende nicht mehr alles zur Verfügung steht. Im unteren Bereich gibt es eine kleine Terrasse, auf der man auch bei schlechtem Wetter sitzen kann, da diese überdacht ist. Auch für die Kinder gibt es eine kleine Spielecke mit einer Schaukel. Im Sommer kann hier sogar gegrillt werden. Die Zimmer sind alle größtenteils mit Balkonen, sodass man sich auch raussetzen kann. Manche, wie in diesem Fall, sind sogar überdacht. Im Kellerbereich befindet sich ein Schwimmbad. Mit Whirlpool. Darüber eine farbenwechselnde Beleuchtung, ein Schwimmbecken mit einer Länge von ca. 12 Metern. Ansonsten findet ihr hier noch ein Dampfbad. Dann eine finnische Sauna und ein Salzwasserbecken. Als Tipp kann ich euch sagen, die Sauna, wenn diese nicht an sein sollte, meldet euch an der Rezeption. Diese wird dann einfach noch einmal für 1,5 Stunden angeschaltet. Also der Rhythmus geht immer ca. 1,5 Stunden, wo die Sauna erwärmt wird. Gegenüber befindet sich eine Toilette.
Und am hinteren Bereich ein Kosmetikraum. Auch im Keller befindet sich eine Physiotherapie, wo man sich auch Massagen verschreiben lassen kann. Daneben ist ein Fitnessraum mit verschiedenen Geräten, welche aber leider zum Teil nicht funktionieren. Auch der Massagesessel ist leider defekt. Aber selbst wenn diese teilweise nicht funktionieren, finde ich den Raum sehr praktisch, denn man kann sich auch bei schlechtem Wetter gut beschäftigen. Auf der linken Seite befindet sich im oberen Bereich eine wunderschöne große Terrasse, die man bei schönem Wetter zum Sonnenbaden nutzen kann. Im Sommer bzw. im Frühjahr ist die Terrasse noch mit künstlichen Pflanzen ausgestattet, sodass diese natürlich noch etwas gemütlicher wirkt. Im Erdgeschoss befindet sich ein Wasserspender, welcher aber leider auch nicht funktioniert. Von den Gästen her kann man sagen, dass hauptsächlich also in der Herbst- und in der Frühjahrszeit ältere Personen hier sind, hauptsächlich auch deutsche Personen. Da das Ganze recht familiär gehalten ist, kommt man mit denen auch schnell ins Gespräch. Also das Hotel ist nicht besonders groß. Es hat, ich glaube, 35 Zimmer. Das bedeutet, dass es mehr ein kleiner Familienbetrieb ist vom Hotel her. Also es hat sein Stammpersonal. Es gibt natürlich auch Gäste, die hier à la carte essen können und hierher kommen, um das Restaurant zu nutzen, welches direkt am Hotel angeschlossen ist. Und wie gesagt, alles in allem, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Wir haben zum Beispiel Gäste kennengelernt, die um die 80 Jahre alt sind. Die sind bereits seit über 8 Wochen hier. Da es günstiger als ein Altersheim ist. Und man wohnt direkt am Meer, wird versorgt. Man kann Anwendungen machen, das Zimmer wird geputzt und man bekommt jeden Tag sein Essen. So, und jetzt möchte ich euch noch das Zimmer zeigen, was wir benutzt hatten. Ein Schrank, welcher mit einem Safe ausgestattet ist. Kleiderbügel, mehrere verschiedene Fächer. Ein Bett mit links und rechts jeweils einen Nachttisch, darüber 2 Leuchten, die man zum Lesen verwenden kann, einfach anschalten, fertig. Eine Garderobe mit einem Spiegel. Die Betten mit jeweils 2 Kopfkissen ausgestattet und einer Bettdecke. Daneben haben wir dann noch 2 Stühle. Und einen Tisch sowie eine kleine Anrichte mit Fernseher, Radio und darunter einen kleinen Kühlschrank. Das Bad ist mit einem Handtuchtrockner ausgestattet, einem Föhn. Natürlich Toilette, Waschbecken mit Unterschrank sowie eine recht große, breite Dusche. Ihr seht, alles in allem sind die Zimmer
sehr gut eingerichtet. Sie sind nicht besonders groß, wenn man ein Zimmer für zwei Personen hat. Es gibt auch Zimmer für drei Personen, welche dann auch noch eine kleine Couch oder einen Sessel beinhalten, den man zur Not ausziehen kann, wenn man ja, für drei oder vier Personen ein Zimmer bucht. Des Weiteren ist an den meisten Zimmern ein Balkon vorhanden. Dieser ist recht groß. Muss man sich in diesem Fall mit dem Nachbar teilen. Auf dem Balkon befindet sich ein Tisch und zwei Stühle. Manche Bäder haben sogar eine Badewanne. So, das war's jetzt, was ich euch zu den Zimmern sagen kann. Die Zimmer sind entsprechend groß und ausreichend für zwei Personen. Alles in allem kann ich euch das Hotel bzw. die Pension sehr empfehlen. Wir werden auch bestimmt auch wieder hierher fahren, denn vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Pension absolut top. Zu günstigen Zeiten bekommt ihr das Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Halbpension für 379 Euro. Mit Nutzung des Schwimmbades, Sauna und so weiter. Also 379 Euro für zwei Personen. Das sind rund 190 Euro pro Person. Für eine Woche. Wenn ihr natürlich im Sommer fahrt, ist es etwas teurer. Und es ist natürlich auch mehr los hier im Ort. Ansonsten ist das Hotel bzw. die Pension in den meisten Zeiten ausgebucht. Also ihr müsst recht früh buchen, da das Hotel recht beliebt ist aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir diese einfach unten in den Kommentaren. Lasst mir ein Like da und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao und bis bald.